Max seine Überraschungsparty. Habt ihr das gehört? Piñata. Ist das nicht lustig? Eine Eichhorn. Eine. Okay, läuft bei mir. Was denn jetzt, ne? Ja, ein Geburtstag. Yay. Komm mit. Ich zeig's euch. Neues Follow Me Around. Wir fahren jetzt ganz schnell zum Aldi. Der Lissandro hat nämlich Tore bestellt. Ihr wisst ja, der Lessi ist total fußballbegeistert. Die holen wir jetzt und dann muss er zum Fußballtraining. Okay, das machen wir jetzt. Na Bella, gehst du mit? Bella liegt da. Total süß. Also, los geht's. Sieht er mich überhaupt? Der Lessi nimmt jetzt direkt noch sein Fußballzeug mit. Ich musste jetzt auch meinen anderen Autoschlüssel holen, weil der Lessi gemeint hat, wenn wir mit meinem Auto fahren, wäre das zu klein. Also brauchen wir unser großes Auto. Kommst du, Lessi? Ja. Okay, noch schnell was zu trinken einpacken. Ich warte im Auto auf dich, ja? Ja. Okay, ich geh schon mal runter ins Auto. Da ist es, mein Panzerauto. Meine Kinder dissen voll mein kleines Auto. Hat zu wenig PS. Okay, bereit, Lessi? Lessi kommt gerade. Hast du dein ganzes Fußballzeug, ja, mein Schatz? Okay, anschnallen. Los geht's. Na toll, die zwei Pakete hier, die hätte ich wohl auch noch in mein Auto bekommen, in mein kleines Auto. Also wir tragen das jetzt mal hoch, der Lessi schafft jetzt nicht mehr zu seinem Training. Der Max soll das jetzt mal aufbauen und ich gehe jetzt mal 2 Stunden ins Büro. Da ist mein Lessi. Lessi, übernimmst du die Kamera? Machen wir mal so Lessi-Cam. Oh Gott, ich kann das nicht gut. Doch, du kannst es gut. Wenn ich jetzt nicht da bin und der Max das aufbaut, übernimmst du die Kamera, okay? Okay. Ja, wir kommen runter. Okay. Bella, du warst draußen. Warst du draußen? Der Max ist scheinbar oben im Garten. Mhm. Komm, wir gehen mal außen rum, oder? Ja. Gehen wir außen rum? Gehen mal außen rum hoch in den Garten. Wenn die Bella hier draußen ist, dann ist der Max mit Sicherheit auch draußen. Nee, da ist er, der Max. Okay. Ich wollte schon immer mal hoch runter, hier hoch runter. Okay, ich muss jetzt los. Der Max, der baut jetzt zusammen. Da ist der Lessi und der Lessi übernimmt jetzt die Kamera. Es gibt jetzt die Lessi-Cam. Okay, also ich gehe los. Wir sehen uns später, Kinder. Max, du baust ordentlich zusammen. Mhm. Und die Bella hilft mit. Na, Max? Ja. Also wir haben jetzt die Tore fertig gemacht. Da das eine. Und da hinten noch das andere. Also auch gerade die Bella. Wir haben gerade gespielt. Max hat 3-2 gewonnen. Ja, und jetzt räumen wir noch die Kartons weg. Da ist die süße, feine Bella. Und Bella, wie gefällt dir das Tor? Gut, ne? Ja. Komm mal, Bella. Hier. Und hol. Ins Tor rein. Bin ich wieder. Das sind die Kartons. Und die Jungs waren fleißig. Der Max hat es zusammen mit dem Lissandro aufgebaut. Da ist der Lessi. Hi, Lessi. Hi. Habt ihr toll gemacht, Schatz. Danke. Richtig cool. Hier liegt zwar noch das Zeug rum, das müsst ihr dann noch wegräumen, oder? Ja. Was ist das Grüne da? Das ist die Torwand mit den Löchern. Ach so, ja. Torwand. Und wie findest du deine neuen Tore? Gut. Ja? Ja. Habt ihr schön gespielt? Ja. Ich glaube, der Leo war gerade da, oder? Ja. Nachbarskind. Ach so, die macht man da auch noch fest. Ja, sonst wird es umkippen. Ah, verstehe. Die Mama hat wieder null Plan. Willst du mir cool. Das dahin zu tragen? Ja, natürlich, mein Herz. Mach ich. Coole Sache, ne? Gut, dass der Papa die noch bestellt hat bei Aldi. Ja. Aldi. Was hat da eins gekostet? 30 Euro. 30 Euro haben wir bezahlt für eins. Okay, wir haben zwei. Eins, zwei. Was suchst du denn? Der Max hat die irgendwie weg. Okay. Da liegen ein paar. Ach, da. Schau mal, da liegen welche. Okay. Und das alte Trampolin hier müssen wir auch mal wegräumen, Schatz. Ja. Ich glaube, da hinten ist noch irgendwas fest, weil ich krieg's nicht hoch. Ach doch, da ist noch eins. Da ist noch, guck, da ist noch eins. Nicht schlimm. Okay, los geht's. Lessi, helf mir. So. Oh, ist gar nicht so schwer. Ja. So, tolle. Jetzt wird das untergestellt hier. Ups. Oh Mist. So, jetzt stellen wir es schön unter. Da ist auch unsere Tischtennisplatte. Stell's noch ordentlich hin, Schatz. Ja, das war ja. Okay, super.
muss jetzt Koffer packen, meine Lieben. Für mich geht es nämlich morgen nach Berlin, aber ich wollte euch noch den Schmuck zeigen, der mir zugeschickt wurde. Nachdem mich auch ganz viele auf Snapchat drauf angesprochen hatten, zeige ich ihn euch gerne hier auch nochmal. Und zwar habe ich diese zwei Armbänder hier auch schon in meinen Videos getragen. Ihr habt hier so einen goldenen Faden, der noch mit eingearbeitet ist. Hier den Ring, den habe ich auch schon des Öfteren getragen. Hier mit diesem Rose Gold. Da haben mich, wie gesagt, auch auf Snapchat viele drauf angesprochen. Dann hatte ich hier noch so eine kleine Schokolade drinne, hier so ein Leinsäckchen, da war eben der Schmuck auch drinnen. Und hier habe ich noch eine Kette, die habe ich jetzt noch nicht getragen. Und zwar habe ich hier zwei Quasten in Pink, ihr wisst ja, ich liebe Pink. Und hier ist die Kette etwas dicker und hier dann eben etwas dünner. Und alle Infos dazu werde ich euch mal unten in die Infobox schreiben und da könnt ihr mal nachschauen. Ich habe da, glaube ich, auch einen Rabattcode. Keine Sorge, das ist keine Produktplatzierung. Schaut mal nach, falls es euch gefällt, dann könnt ihr euch die Internetseite mal anschauen. Und jetzt muss ich aber wirklich zum Packen. Ich war tapfer! Wir sind gerade gelandet. Und ich bin die Letzte, die rausgeht. Nur fürs Video. Ich war so tapfer. Ganz klasse gemacht. Turbulenzen des Grauens, geben Sie es zu. Ja, ich kann es verstehen. Hast du schön gemacht. Da ist, glaube ich, der Pilot. Also, bis später. In dem Flieger war ich. Schaut ihn euch an. Und jetzt holt mich hoffentlich auch jemand ab. Oh, die warten schon auf mich. Hallo. So, jetzt laufe ich zum Ausgang. Der Max, der wartet schon auf mich. Und ihr habt euch bestimmt gefragt, was ich denn schon wieder am Flughafen gemacht habe, beziehungsweise warum ich geflogen bin. Dazu habe ich euch einen Follow-me-Around gemacht, nämlich in Berlin wurde ein Pop-Up-Store eröffnet von Essence. Schaut euch am besten das Video an, dann versteht ihr mehr. Ich verlinke es euch unten in der Infobox. Ich muss jetzt mal gucken, wo der Max ist. Und dann würde ich sagen, dann melde ich mich, wenn ich beim Ausgang bin, nochmal. Hier ist Abflug. Scheiße. Ich melde mich später nochmal. Okay, also ich würde sagen, wer lesen kann, ist klar im Vorteil. Hier ist voll dunkel und hier ist keine Menschenseele. Ich habe irgendwie Angst. Aber glaubt mir, wir hatten so schlimme Turbulenzen. Wir hatten so schlimme Turbulenzen. Und viele von euch haben sich ein Video zu Flugangst gewünscht. Und mal schauen, vielleicht mache ich das noch. Ich setze mich dann daheim hin und erzähle euch ein bisschen was drüber. Aber ich bin ganz, ganz stolz auf mich selbst, dass ich das wieder gemacht habe und somit versuche, meine Angst zu besiegen. Und jetzt gehe ich hier raus und hoffe natürlich, dass der Max da ist. Ihr guckt in die falsche Richtung, ihr Opfer. Tada! Ja, wie? Habt ihr jetzt hier gewartet? Ich kam aber von da drüben. Stand aber A2 drauf. Ja, ne? So, Elektromüll haben wir hier auch. Und hier ist noch die Heliumflasche von Max' Geburtstag. Und hier geht's noch weiter und so weiter und so weiter. Hilfe! Batterien kommen jetzt woanders rein. Und wegen der Heliumflasche müssen wir jetzt erstmal fragen, weil das ein geschlossener Behälter ist. Und ja, da müssen wir jetzt erstmal gucken, ob der genommen wird. Also, die musste jetzt hierher, die Heliumflasche. Okay. So, der Müll ist jetzt entsorgt. Der Max hat mir ja geholfen. Der ist so fleißig, der Max. Und ich bastel jetzt was zusammen mit Lissandro. Und zwar für Max seine Überraschungsparty. Habt ihr das gehört? Ich muss leise reden, nicht, dass er das hört. Ich habe euch nichts davon erzählt, weil ich natürlich Angst habe, dass es sonst rauskommt. Komm mal her, Lassie, mein Schatz. Wir basteln jetzt, ne? Für Max seinen Geburtstag. Yay! Hoffentlich hört er es nicht. Ja. Und wegen dem Müll wollte ich euch übrigens auch noch sagen, dass ich das so, so genial finde, dass so viele von euch den Müll trennen. Ich habe ultra viele Kommentare zu dem Thema bekommen. In meinem letzten Vlog hatte ich euch ja gefragt, ob ihr auch Müll trennt. Und also unglaublich, wie viele Kommentare wir bekommen haben, ne? Ja. Aber es ist ja auch so wichtig, den Müll zu trennen. Und ich fand es echt ganz, ganz toll. Macht weiter so. Sehr vorbildlich. Als wären wir die Müllpolizei. Ja, okay, also wir basteln jetzt. Haushalt habe ich soweit auch schon fertig. Deshalb nehme ich mir jetzt mal die Zeit. Macht es schnell. Der Max darf nicht hochkommen. Wir machen das schnell, ja. Aber der Max darf nicht hochkommen. Und ich zeige euch jetzt mal, was wir basteln. Kommt, kommt mit. Hier sind übrigens die Rosen von meinem Mann zum Muttertag. Voll schön, oder? Und da sind die Bälle vom Lissandro. Die hatte ich euch das letzte Mal schon gezeigt, ne? So, und jetzt zeige ich euch, was wir basteln. Und zwar habe ich diese Butterbrotbeutel bestellt, diese Klammern. Und wir machen jetzt so Lampions. Und später mache ich dann noch so Blumen aus Filz. Das zeige ich euch dann noch. Das benötige ich jetzt noch für meine Lampions. Und schaut mal, was ich noch bestellt habe. Eine Piñata. Ist das nicht lustig? Eine Eichhorn...
eine Einhorn-Pinata. Genial, oder? Ist die nicht süß? Und die ist riesig. Schaut mal, wie riesig die ist. Ich zeig's euch. So sieht die aus. Riesig. Riesengroß. Genial, oder? Also Lassie, komm, wir fangen an. Also Lassie, du musst dir jetzt 7 Stück aufeinander kleben. Und zwar machst du dir hier wie so einen Tee. Ja, genau. Und dann müssen wir das so einschneiden. Okay? Also, ja. Los geht's. Fangen an mit Kleber. Sehr gut. Dann so rüber. Bitte nur auf die Unterlage. Ja. Nicht auf den Tisch. Sehr gut machst du das. Okay, und das dann so draufkleben. Jawohl. Wie viele Lagen hast du jetzt schon? 4. Okay. Wir bräuchten 2 Klebestifte. Ja, ne? Oder? Ja. Soll ich oben im Büro noch einen holen? Ich weiß. Oder du holst einen aus deinem Schulranzen. Kannst du auch machen. Aber es reicht schon. Einer reicht. Okay. 5. Wir teilen es uns einfach. Okay. Spannend, wie die werden. Ja. Die machen wir nämlich zum ersten Mal. Ich wollte es unbedingt mit dem Lassie ausprobieren. Ja, auf dem Video sah es echt schön aus. Ja. So. Ja, guck, die sind so dünn, da muss man echt aufpassen. Mhm. Ich habe jetzt 3. Das hier ist jetzt das 7. Okay, dann musst du dann schon anfangen einzuschneiden, aber das zeige ich dir dann erst nochmal, ne? Yep. Ich habe gedacht, 7 reichen, aber ich musste jetzt mehr nehmen, weil sonst ergibt es keinen Kreis. Ich muss jetzt hier unten ein Dreieck einschneiden. Das ist ein bisschen schwierig, weil das so viele sind. Ja, dann dauert es ein bisschen. Ja, und ich habe jetzt voll Angst, das zu schneiden, weil ich nicht weiß, wie das geht. Aber ich gebe jetzt einfach mein Bestes. Weil da soll ja eine richtige schöne Blüte rauskommen. Also wir machen ja so Lampions und die sollen in Form von einer Blüte sein, von einer Blume. Okay, jetzt muss ich echt überlegen, wie ich das schneiden muss. Ich glaube von hier oben so runter. Lucky? Lucky? Also ich versuche das jetzt mal. Schon mal so eingeschnitten, ne? Also da kann man ja seiner Fantasie freien Lauf lassen und wenn man das dann auffächert, ja, sieht man dann das Ergebnis. Ich habe es jetzt hier so. Ich glaube, ich mache noch einen. Ja, einmal schneide ich noch einen. Boah, ich bin voll gespannt, wie das jetzt gleich aussieht. Wenn ich das auffächere. So, ich habe es jetzt einfach so eingeschnitten. Aber ich bin jetzt auch nicht die Bastelqueen, ne? Oh, cool! Schau mal! Oh, ey, wie krass! Wie cool! Guckt mal! Oh, wie schön das aussieht. Ich habe das noch nie vorher gemacht. Das ist mein erstes. Oh, ich bin ganz stolz. Kann man das auch ganz? Ja, das muss ich jetzt so ganz rum. Warte. Das geht gerade nicht. Moment. So und so. Genau. Und dann brauchen wir ja deshalb diese... Oh, sieht das toll aus. Boah. Schau mal. Schaut mal. Deshalb brauchen wir jetzt gleich diese Wäscheklammern, weil man das hier oben dann so festmacht. Und wir malen das Ganze dann natürlich noch an. Also wir sprayen das an. Ha, ich bin ganz stolz. Ja. Cool. Und hier habe ich jetzt so Kreise ausgeschnitten und hier so ein kleines Dreieck. Jetzt bin ich mal gespannt, wie das aussieht. Ei. Boah. Auch schön. Ja. Sieht jetzt so aus. Ey, in der Kamera sieht ja richtig cool aus. Ja, richtig schön, ne? Und das wird ja dann noch beleuchtet. Ich habe noch so eine Lichterkette gekauft. Zeige ich euch dann später. Hm? Ja, wir haben schon gesagt, das ist dann gemalt. Ja, und das wird noch angesprayt. Gleich. Jetzt machen wir aber erstmal weiter. Ja. Ich glaube, das andere fand ich ein bisschen schöner. Ja. Ja, ist halt immer eine Überraschung, was dabei rauskommt. Okay, wir machen mal weiter. So, das ist die nächste. Und schaut mal, da ist ein Herz entstanden. Also mehrere Herzen. So außenrum. Seht ihr das? Fragt mich bitte nicht, wie ich das jetzt gemacht habe. Ich habe jetzt hier alle Lampions mal hingelegt. Wir sind jetzt natürlich draußen, weil ich das Ganze besprühen möchte. Ich habe hier eine Unterlage und der Lassie, der macht das natürlich nicht wegen dem Dampf. Lassie? Da, komm, da hat sich gerade Schuhe angezogen. Ja. Okay, gehst du ein Stück auf Seite, Schatz, wegen dem Geruch? Wir machen das jetzt mal grün.
Finde ich nämlich auch eine richtig schöne Farbe. Voll schön. Ja, schön, ne? Habe jetzt auf der Seite noch rot und hier habe ich noch gelb dazu. Aber die sind noch nicht fertig, ne? Ich zeige euch gleich, wie es weitergeht. So, und zwar habe ich noch diese Lichterkette hier bestellt. Die ist 25 Meter lang und die werde ich dann hier mit so reinmachen an eine lange Schnur. Die Teile hier aufhängen und mit dem hier noch dekorieren, damit der Raum befüllt wird. Weil das ist wie so ein Vereinsheim, so müsst ihr euch das vorstellen. Das ist halt riesig und das muss ich halt irgendwie dekoriert bekommen. Und deshalb habe ich mir das einfallen lassen. Wenn ihr wollt, zeige ich euch dann das Endergebnis, wie das dann bei Max seiner Party war. Wir sind jetzt fertig mit Basteln. So sehen meine Finger aus. Muss ich jetzt sofort waschen. Die Kinder haben auch Kleber an den Fingern. Und schaut mal, so sieht jetzt unser Tisch aus. Muss ich jetzt noch aufräumen. Hat es euch Spaß gemacht? Ja. Ja. Hoffentlich freut sich der Max. Und ich würde sagen, wir beenden jetzt an dieser Stelle mal das Video. Ich glaube, das ist schon wieder ultra lang geworden. Und ich hoffe, dass euch unsere Einblicke gefallen haben. Wir wünschen euch jetzt noch einen wunderschönen Tag oder Abend. Lasst es euch gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.